So, jetzt schauen wir mal. Schön bei 1 reingehauen. Der Eintritt ist beschränkt. Gebt eure Waffen ab und folgt mir. Das ist so ein bisschen seltsam, ne? Normalerweise laufe ich nie meinen eigenen Key. Führe mich sonst immer wo rein, aber jetzt machen wir meinen eigenen. Das ist immer so ein bisschen diese Enttäuschung. Ah, warte mal, habe ich einen Melee-Hunter dabei? Ah, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht geguckt, ne? Was das für einer ist. Ich wollte extra keinen Melee dabei haben. Weil dieses mit diesen Geistern das alles ein bisschen kacke ist. Alter, die hauen halt schon gut rein, ne? Watch your step. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt einen Doppelpull machen soll gleich. Watch your step. Holy shit. Ja, komm, eigentlich muss ich es fast machen, es hilft nichts. Schauen wir mal, ob ich in der Inka drin stehen bleiben kann. Das sieht's gut aus. Warte mal, ich wollte ja mal wieder öfter potten auch, ne? Ich pot zu selten. Das sind anscheinend auch nicht so krasse Mobs, ne? Die gehen relativ easy. Watch your step. Ach komm, hat er sich jetzt vom Geist weglatzen lassen, der Hunter? Watch your step. Interrupt. Muss mal gucken, bei wie viel ich am besten weglauf. 16 habe ich jetzt. Muss jetzt mal. Interrupt. Er hat seine Trees reingehauen. Wollen wir die einen mal routen? Uns nicht weiter auf den Sack gehen. Was zur Hölle? Die machen teilweise so ein Damage. Watch your step. Also, ich krieg so. Hallo? Ein Bock? Das ging jetzt leicht durch. Watch your step. Also werde ich halt echt richtig auseinandergenommen. Watch your step. Interrupt. Ah, der andere hat auch geroutet, okay. Bitte. Hierfür habe ich jetzt leider nichts. Das wollte ich hier am Anfang mal. Watch your step. Watch your step. Na gut, die Inka ist jetzt hier ein bisschen wasted, aber hilft leider nichts. Watch your step. Wir haben jetzt halt zwei Druids für den Mars Root, ne? Das ist schon recht strong. Gut, ich habe jetzt halt doch einen Melee dabei, weil der eine halt einen Dings-Hunter ist. Einen Melee-Hunter, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gecheckt. Für mich ist immer Hunter einen Range, ne? Aber, naja, so ist es ja schon lange nicht mehr. Ein Survival ist ja ein Melee-Hunter, ne? Hat noch interrupted hier. Interrupt.
Habe ich den Slow drauf? So ein Kack. Da ist keiner interrupted. Den könnte der Heiler auch runternehmen, theoretisch, aber... Super. Die haben sich von dem Beam noch weglasern lassen, ne? Drei Stück. Das ist ziemlich bad. Wahrscheinlich warten sie auch den Slow drauf, oder? Der Boss haut auch ohne Boss-Buff halt ziemlich rein, ne? Tatsächlich. Hallo? Und da ein bisschen raus aus dem Scheißdreck. Das Erdele hat mir da reingetauntet, aber ich denke mir, ich habe da jetzt da schon drauf getauntet. Wir sind dann nochmal in dem Ding. Komm, wir gehen da mal raus. Da ist alles voll gebladet. Ich save mir jetzt mal die Inka. Ich könnte jetzt bei dem Boss hier ziehen, aber lass mal nicht machen. Wisst ihr was, ich laufe jetzt mal nicht dahinter, wir haben so viele Ranges, das müsste easy... Achso, er hat eh totgestellt, okay, passt. Hunter können sich's ja theoretisch runternehmen, ne, wenn du es richtig spielst. Okay, jetzt gehen wir noch einen Ticken weg da. Lauf doch nicht in das Blade rein. Ich wenig Damage jetzt hier gemacht, aber... Lieber spiele ich safe, ne. Also wir hätten wahrscheinlich jetzt auch in dem Raum noch ein bisschen stehen bleiben können, ne. Ist die Frage, kann er Shadow melden? Keine Ahnung, anscheinend nicht. Ich hätte es vielleicht doch ziehen können, solange wir jetzt hier nochmal gebraucht haben, ne? Hätte ich es wahrscheinlich wieder ready gehabt, aber gut, egal. Egal, so, jetzt versuchen wir wieder öfter die Pots auch zu usen. Mit den Wo-Typen. Fuck, ich hab keinen Interrupt. Ach komm! Warum interruptet den denn keiner? Ich hab meinen hier am Anfang rausgehauen, blöderweise. Hab desorientieren kannst du den halt nicht. Es ist halt schade. Da keinen haben, der mit rein interruptet. Jetzt haben wir halt hier den Stealth-Gedönse. Watch your step. Ich weiß nicht, ob die die skippen wollten, aber die brauche ich halt von den Prozenten, sonst geht's nicht aus, ne? Die hauen halt ziemlich rein, die zwei. Vielleicht wollten die die skippen. Aber wenn ich die jetzt auslasse, dann weiß ich nicht mehr, was ich am besten anstatt dem mache. Und deswegen machen wir jetzt einfach so krass, sind die jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Außerdem muss ich ein bisschen abwarten, bis ich Inka wieder... Ich bin gerade überlegen, ob es bei den Hunden sinniger ist oder ob es bei den Dingen... Ja gut, wir haben jetzt halt keinen Melee zum schnellen Interrupten bei den Hunden. Das wird wahrscheinlich gleich ein bisschen eklig werden. So, jetzt schauen wir mal, ob der Heiler mir das runternimmt.
ich sollte eigentlich die Inka nicht bei den Hunden ziehen, aber ich weiß halt nicht, wie wir es mit den Interrupts hinkriegen, ne, gleich. Ist halt die Frage. Da ein bisschen reingesprungen, ne? Oh boy. Ja, da ging schon der erste Breath durch. Das wird ganz abfuck. Jetzt habe ich eine Wall gezogen, weil ich dachte, den kickt keiner, ne? Bekommen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich nehme das jetzt mal lieber runter. Der Feueratem, der war jetzt heftig, aber es ging eigentlich, ne? Ich hab schon Angst, dass die mich one-shotten. Fuck it. Okay. Normalerweise ziehe ich den Dude immer unten in die Mobs rein. Aber, wisst ihr was? Mit Trash-Buff, ich spieße jetzt mal vorsichtig. Heiler? Hey, der wurde... Warum wurde der jetzt nicht getötet? Ich dachte, das killt den jetzt, ehrlich gesagt. Komm, tun wir die nochmal looten. Das checke ich jetzt ehrlich gesagt nicht, warum der jetzt nicht gestorben ist. Also, ich habe mich jetzt noch nie chargen lassen von dem, aber ich vermute jetzt einfach mal, dass das richtig viel Damage macht, wenn du dich da wegchargen lässt, ne? Den jetzt langsam runter. Weißt du, die Trees haben mich einmal schön abgesteckt. How ist der Hunter jetzt gestorben? Also ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht, wie der Hunter gerippt ist. Klar, die springen ein bisschen an, aber machen die da so viel Schaden mit? Ich hätte jetzt eher hauptsächlich gefährlich für mich eingeschätzt, weil die mich halt schnell hochstacken, ne? Aber dass die Gruppe auseinandernehmen, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Okay. Jetzt schon mal triggern. Kannst du theoretisch noch Mobs mit reinziehen, aber ich mach das jetzt alles vorsichtig. Also normalerweise, wenn du das vorsichtig spielst, müsstest du das von der Zeit eigentlich ausgehen. Der Docs, ich grüße dich übrigens, ne, an der Stelle. Der Einzige, der noch nicht gerippt ist. Ich weiß nicht, ob du hier noch lieber vorher mehr Trash machst und dann HT für den Boss hast. Ob das sinnig ist. Ja, mein Hit ging ins Leere, ne? Du konntest ihn angreifen, ich habe ihn gehittet. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Run. Target you. Watch all. Run. Den anderen ziehe ich jetzt dann gleich hier in die Ecke rein. Den haben wir jetzt ein bisschen schnell kaputt gemacht.
Wenn der halt hier in der Ecke ist, dann kannst du halt die Orbs gut sorgen. Ich bin der Orbsauker, ne? Lass mal ein paar fliegen. Ah, warte mal, der muss wieder in die Ecke. Watch off. Ah, jetzt ist mein Target Buff weg. Change. Wer hat jetzt den... Müssen den einen rausholen? Target you. Warte mal, ich bin wieder getargetet. Run. Keep moving. Target change. Eigentlich recht gut Schaden dabei, also er kannst nicht motzen, also der Boss geht verdammt gut runter. Normalerweise hätte ich... Warte mal, ich... Target change. Target change. Also wenn der da an der Ecke liegt, dann ist das eigentlich echt ganz nice. Dann kannst du nämlich richtig... Wenn ich jetzt als Tank wie ein Gestörter hier rumlaufe... Meinst du, habe ich 20 Stacks und der Boss geht down und verliere meine Stacks? Das ist sad. Besser noch in der Tür. Ja, das habe ich auch schon gehört in der Tür, aber das Problem ist, da habe ich so oft Midis rippen sehen, weil sie es dann nicht vernünftig sehen und dann geht es schief. Deswegen mache ich es nicht mehr in der Tür, sondern da hinten drin. Dann kannst du nämlich noch ein bisschen besser ausweichen, ehrlich gesagt. Ach, okay, ich wollte gerade sagen, warum hat Dings Agro, aber der hat wieder das Erdele reingelegt. Ich glaube, ich brauche so eine Wiegaure, die mir sagt, Erdele ist aktiv oder sowas. Ich kriege immer Panik, ne? Wenn ich dann die Aggro verliere. Ich verliere von allen Mobs die Aggro. Was ist jetzt los? Scheiße, scheiße, scheiße. Und dann sehe ich, okay, Erdele. Alles easy. Bin ich immer so ein bisschen im Panic-Mode. Schau mal, der eine ist gerade weg. Die können wir wieder routen. Schnell sein. Den Dings dazu adden. Ich sehe das an der Farbe meiner Nameplates. Naja, ich habe halt zwei. Oder ich habe, ja, im Endeffekt, ich habe, wenn das so hellblau ist, dann habe ich Aggro, ne? Wenn das dunkelblau oder irgendwas ist, dann hat ein anderer Tank Aggro. Das passt soweit, ne? Also im Raid oder so, dann kriege ich das auch angezeigt. Wenn quasi einen DD Aggro hat oder ein Heiler, dann ist das immer rot. Und wenn es orange ist, dann verliere ich gerade Aggro oder krieg gerade Aggro, ne? Das sind so die Farben, aber fürs Erdele habe ich nichts. Eigentlich müsste das Erdele so angezeigt werden wie ein anderer Tank, ne? Dass es quasi jetzt nicht schlimm ist, dass der und der die Aggro hat. Das wäre eigentlich gut. Das kann man bestimmt vielleicht auch irgendwo einstellen, aber ja. Ehrlich gesagt, bin ich jetzt da schon wieder zu faul für. Da extra... Ah, warte mal, da sind gerade die Mobs. Da müssen wir jetzt kurz warten. Ja, das mit dem... Wir haben beide den Root, das ist natürlich sehr, sehr schön. Eigentlich könnte drüben jetzt einer schon das Event machen, ne? So ein DD oder so. Da tut der Heiler das gerade... Ah, die Eule macht das gerade. Okay, warte mal, dann könnte ich jetzt aber eigentlich... Ich mach's jetzt mal vorsichtig. Normalerweise pull ich da zwei Gruppen raus. Es geht relativ easy, aber will jetzt halt ungern hier rippen. Käfig öffnen? Fuck, jetzt konnte ich jetzt nicht verhindern. Ja, shit, der hat jetzt was rausgeholt hier.
Nicht den Boss pullen, Leute. Also wie gesagt, das geht eigentlich... Ich habe schon mal hier, glaube ich, 3 Gruppen rausgepult. Das geht alles. Aber wir sind eigentlich... Ich denke mal, von der Zeit passt das halbwegs. Solange wir jetzt nicht große Kacke zusammenspielen, dürfte das easy machbar sein. Ich will jetzt lieber nicht sterben, ehrlich gesagt. Blöd nochmal reinwipen oder so. Oh, da kann ich so einen Ding-Effekt runternehmen, so einen Wut-Effekt. Vor allem, ich sollte mal ein bisschen abstecken, ne? Ich vergesse schon wieder... Der Trompetenboss, der ist buggy. Da, wo du diese Instrumente aufnehmen musst, weiß ich nicht. Bei dem hatte ich bis jetzt noch nie Probleme. Der ist eigentlich ziemlich einfach im Scaling, finde ich zumindest. Ah, wir haben wieder hier Dings drin. Ich wollte eigentlich ganz gerne in der Kuppel spielen. Den Ele wollen wir als letztes killen, dann können wir den für den Boss usen. Habe ich einen 11 Stacks. Würde die gern rauskicken einfach. Einfach den Boss jetzt da reinpullen. Rein da in die... Wisst ihr, da kriegst du extrem Tempo. Na, ja, jetzt ist sie despawned. Ja, gut. Ich hätte früher pullen sollen. Komm, ich stelle mich da rein. AOE incoming. Stack. Oh, der muss die Gruppe voll heilen. Was macht er? Achso, er nimmt Single, okay. Special coming. AOE incoming. Okay, haben wir alle. Schaut gut aus. AOE incoming. Komm, ich ziehe jetzt hier mal nochmal Inka. Stack. Müssen wir jetzt schon alle rein. Also im Hunter ist immer so eine Sache, ne? Die können das ja solo sorgen. Special coming. AOE incoming. Das ist immer nicht so ganz gecheckt, dass du hier quasi, ja gut, das brauchen wir eigentlich nicht mehr großartig soaken. AOE incoming. Denk mal, wir müssen jetzt eh kein Minigame mehr spielen, das könnten wir einfach durchziehen und gut ist. Stack. Wenn ich für Samstag einen Raid aufmachen will für TBC, habe ich eigentlich nicht geplant. Ich habe erstmal eher geplant, Dings zu machen, wie heißt's, Time Walker, Burning Crusade, so, dass ich die Soul Shape krieg, ne? Ah, schade. Ich dachte, der Eule hat das schon mal angequatscht, das Event. Davon liegen Dutzende auf dem Boden. Nehmt euch eine. Ah, ja. Vielen Dank. Alle Waren und Dienste erhältlich. Gar kein Problem. Jetzt muss ich nach Azeroth zurückfinden. Nachdem ich hier das ein oder andere verbessert habe. Für euch habe ich nur das Beste. Der Heiler will spielen. Okay.
Ich habe mittlerweile das Add-on, aber ich habe gesehen, als Tank sollte ich es nicht machen. Weil ich kann die Mobs nicht hauen und so, und das ist dann eher suboptimal. Ah, er kann den frocken. Okay, ja, nicht schlecht. Das wusste ich nicht, dass das geht, ehrlich gesagt. Das ist die Ding hier über die Health Bar drüber. Heiler kann es eigentlich spielen, weil viel heilen musst du nicht, ne? Mit dem Addon ist es eigentlich ziemlich easy. Da musst du dann nur noch die Sachen ablaufen. Aber ich habe es dann letztens als Tank gemacht und das war dann eher eine schlechte Idee. Wann haben wir denn jetzt noch 12 Minuten? Prozente sind wir fertig. So einen Raw kann ich ihm leider nicht geben. Ah, die stacken mir ja auch Necrotic hoch, ne? Habe jetzt gar nicht drauf geguckt. Na, der Shami hat das gut gemacht. Es müsste eigentlich drin sein, außer wir verkacken jetzt bei irgendeinem Boss extrem. Das Event dauert vielleicht 5 Minuten hier. Hätte ich jetzt mal gesagt, ich darf bloß nicht die Drums nehmen, ne? Das habe ich beim allerersten Mal hier gemacht. Ich nehme immer die Gitarre, die ist eigentlich cool. Da geht eigentlich was. Ich habe ein Video gesehen, ich glaube das war MDI oder was das war, ne? Und da haben die sich gesplittet am Anfang und, also die haben den ersten Boss gemacht, dann ist einer hierher gestealtht mit einem, oder mit dem Wo-Dings, fuck, jetzt habe ich das bisschen verkackt gerade, hat dann dementsprechend das Event in der Unsichtbarkeit gemacht, also das geht, der hat irgendeinen Speed-Scheiß noch reingehauen, der war so schnell, dass er alleine das komplette Event im Stealth machen konnte, derweil hat einer den einen Boss, wo drei Bosse kommen, ich weiß nicht, wie der heißt, ne, getriggert und die anderen haben derweil den Trash beim dritten Boss gemacht, also komplett weird, alles gleichzeitig. Dann sind zusammengehauen gekommen, haben nur noch die Boss umgehauen. Also da sparst du dir so viel Zeit, wenn du das halt so hinkriegst, aber das kriegst du natürlich random nicht koordiniert, das kannst du vergessen, ne? Also never ever, dass dann irgendeiner hier Special stealtht und sowas, das endet dann bloß im Deplete, wenn du solche Special Tactics probierst. Also außer die Leute wissen alle, was sie tun, ne? Aber es war ein DH, der das gemacht hat, der war irgendwie extrem schnell unterwegs. Defensive. Komm, ziehen wir mal hier Inka. Auch drin. Also die Gruppenzusammenstellung ist natürlich schon stark, ne? Mit Oily Trees plus Shami Totem, ne? Oder halt diesen Erdele. Das ist schon richtig strong. Gut, ich würde jetzt mal sagen, in der Instanz ist es jetzt nicht so unbedingt notwendig, wenn wir ehrlich sind, ne? Weil hier sind jetzt keine riesengroßen Packs, die dich krass schnell hochstacken. Das ist eigentlich alles relativ kontrolliert, was du hier pullst. Also zumindest, was ich pull, ne? Das Ding ist, wenn ich größere Pulls machen würde, dann würden wahrscheinlich eher die Leute rippen, weil hier auch sehr viel AE-Cast und Shit ist, den du dann interrupten müsstest. Und ich glaube, da soll ich es lieber nicht machen. Hier sind schon eklige Mobs drin, aber halt nicht die riesen Packs. Ah, da kommt der Boss. Ist immer ein bisschen strange, ne, dass diese Dinger hier so einzeln hochkommen. Defensive. Müssen wir schauen, dass wir uns nicht wegschallern lassen vom Boss. Erdöl hat wieder zugeschlagen. Spread. Ja, jetzt habe ich natürlich gerade meine... Shockwave. Seit wann kann denn... Warte, wo kamst du da hin? Da ist der Rücken, ne? Also ich müsste richtig stehen. Bei diesen Viechern, ne? Da weiß ich immer nicht, wo hinten und vorne ist. Aber da, wo der Umhang ist, ist wahrscheinlich hinten. Defensive. Ja, Boss geht aber schon runter. Da müsste ich hin. Da haben wir jetzt dann noch 8 Minuten. Wahrscheinlich 7, bis wir oben sind. Und Spread. Das Dings... durch ist.
Hat meine Convoke noch reingehauen. Schauen wir, dass wir möglichst schnell oben sind. Dann kann ich schon mal den Dialog triggern, wisst ihr? Weil der labert ja erst immer so gefühlt nur eine halbe Stunde, bis da irgendwas passiert. Wenn wir es jetzt nicht verkacken beim Endboss, dann müsste das durchaus drin sein. Wir haben halt jetzt noch 2 Minuten HT-Debuff. Komm, mach da ein paar Lava. Ich hoffe, das klappt jetzt und dass wir dann einen anderen Seiten-Key kriegen. Der wäre richtig wichtig. Eine schreibt, I let you kick. Okay. Mal noch Free Dingsen hier. Schauen, dass keiner von dem Dings weggeratzt wird. Würde ich gerade Recount umstellen. Welches ist es? Okay, wir müssen in Dreieck rein oder im Viereck. Viereck geht eigentlich auch. Was passt doch da nicht? Haben wir denn Dreieck und Viereck haben wir hier. Schauen wir mal, wo wir gleich rein müssen. Dreieck müssen wir rein. Warum geht der Shami in Viereck? Das war... Also er geht über 2 Ecken. Ja, okay. Kann man auch machen. Man könnte es natürlich einfach machen oder umständlich. Ich dachte mir gerade, hä, warum geht er jetzt ins Viereck rein? Aber dann ist er quasi hier, ne? Run. Wir müssen wieder Dreieck. Hallo? No! What the fuck? Ach, kommst du her? Nee. Jetzt haben wir natürlich genau Pech gehabt. Wir müssen ins drei... Ah nee, der Boss kam zu uns. Okay, ich dachte, wir müssen interrupten. Wird gerade rüber, ne? Also Viereck macht eigentlich keinen Sinn, Dreieck-Dings. Mal schauen, wo er sich hinportet. Kriegen wir gar keinen Interrupt mehr? Lol, wir kriegen halt nicht mehr einen Interrupt. Nice, ich habe mein Achievement, dass ich jetzt beide Teile 20 In-Time habe. Nice, jetzt brauche ich eigentlich bloß noch einen 2K-Score und... 3K-Score, so rum. Dann brauche ich keinen Plus mehr machen. Gut, gekriegt haben wir natürlich gar nichts. Was hat der gekriegt? So ein Paket mit Arkanschaden, ein Schild. Was habe ich denn jetzt für einen Key gekriegt? Schauen wir mal. Andere Seite wäre cool. Mein Key, jetzt bin ich jetzt komisch. Nice, ich habe mal einen Seitenkey. Perfekt. Ich wollte ihn gerade umtauschen. Ja, sehr schön. Da muss ich mal gucken, dass wir den vielleicht noch machen. Ja, aber das war doch ein schöner Run, oder? Also, eigentlich ist Streets eine relativ einfache Geschichte. Wunderbar. Das lief doch schön.